Recently, the virals have mutated out of control. Not even the safety of the day will allow you to survive. So, be extra careful out there, okay? Oh, and one last thing. We have a guest in the city. Raheem visits Villador to show us, the Nightrunners, how it's really done. Something tells me he's more undead than alive. But still, give him a warm welcome. That's all, folks. For now, stay tuned and I'll be back soon with another message straight from the Villador. Frank, your friend, signing off. So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin zurück mit Dying Light 2, dem Gut Feeling Update. Und ja, ihr habt es schon gesehen im Intro, da wurde ein bisschen was dazu gesagt. Und jetzt können wir eben mal in das Update reinschauen. Irgendwie ganz krass, dass es eben einen Tag bevor Dead Island 2 erscheint, ein so krasses Update gibt für Dying Light 2. Und ja, das Spiel wurde jetzt brutaler. Man kann jetzt viel besser die Zombies eben zerteilen, die Gliedmaßen abtrennen und es wurde auch vieles neu aufgenommen. Die Waffen wurden ein bisschen neu aufgenommen, auch so, wenn man zum Beispiel die Zombies dann ja, zerteilt, dass wenn man zum Beispiel die Lunge trifft, dass dann die Zombies nicht mehr richtig atmen können. Genauso ist es, wenn man den Kiefer abtrennt, dann können die nicht mehr richtig fauchen oder was sie eben machen. Man hört es dann auch. Also viele Dinge wurden hier neu aufgenommen. Das Spiel war auf PS5, also das Update war ungefähr 8 GB groß. Und ja, ist jetzt auf jeder Plattform draußen und ist jetzt eben so, dass es brutaler geworden ist. Des Weiteren ist es so, dass man jetzt auch Transmog dabei hat. Also man kann jetzt seine Ausrüstung ändern optisch, wenn man trotzdem aber die Werte dessen, was man ausgerüstet hat, behalten möchte, nur das Aussehen verändern möchte. Das ist jetzt auch dabei. Und dann gibt es noch die Pilgrim Outpost Seite, die wurde jetzt geupdatet und dort kann man jetzt auch Kopfgelder annehmen und dann eben auch im Spiel Inhalte freischalten. Des Weiteren gibt es aber den Viral Rush. Der geht vom 20.04. bis 4.05. und da muss man Befallene besiegen und den Kopf abtrennen oder den Arm, um dann dabei teilzunehmen. Und ihr seht ja, es gibt verschiedene Belohnungen. Raheems Outfit kann man da freischalten und da persönlich muss man eben mit teilnehmen. Wenn man einen Kopf abtrennt oder den Arm, dann kriegt man schon eine kleine Belohnung. Aber wenn man 1000 macht, also 100, zum Beispiel kriegt man nochmal eine Belohnung und wenn man 1000 macht, dann hat man sein persönliches Ziel erreicht und dann seht ihr hier schon, dann gibt es die ganzen anderen Belohnungen wie Outfit, Waffe und dann später, wenn die Community noch das Ziel erreicht, auch den Zombie-Raheem. Ja, wir gehen jetzt mal rein ins Spiel und dann schauen wir uns mal an, was da alles so noch dabei ist, nämlich Waffen. Crafting ist auch mit dazu gekommen. Es gibt jetzt im Spiel verschiedene Baupläne, die man finden kann. Und wenn man die benutzt, kann man sich neue Waffen bauen. Und diese Baupläne kann man aber auch upgraden. Das heißt, wenn man den Bauplan findet, ist er meistens wahrscheinlich dann grau, blau, grün, je nachdem, wie man eben einen findet. Und den kann man dann bei den Waffen-Upgrade-Stationen dann auch upgraden. Also man kann den aufwerten und dann dort gucken, dass man die noch stärker macht. Ja, im Spielversteck sieht man dann immer wieder, wenn man gewisse Events gemacht hat, dass man hier auch Sachen freischaltet. Da kann man dann reinschauen und sich die ganzen Sachen abholen. Und falls ihr dann teilnimmt an dem Viral Rush, könnt ihr dann hier auch die Outfits finden und die dann dort ausrüsten. Und wenn ihr dann auf die Pilgrim Outpost Seite geht, dort könnt ihr dann auch den Fortschritt verfolgen und auch die Waffe oder andere Sachen dann claimen und dann eben euch die Sachen abholen, die werden euch dann ins Versteck im Spiel geliefert. Ja, Transmog ist jetzt hier und das könnt ihr dann hier machen. Wenn ihr im Inventar seid, seht ihr hier, könnt ihr Transmog anwenden, das wird hier dann auch nochmal kurz erklärt. Und ja, ihr könnt eben das komplette Aussehen von eurem Charakter so verändern, wie ihr es persönlich haben wollt und könnt dann sagen, okay, die Maske möchte ich jetzt so haben und die anderen Sachen so und könnt euch dann selber euren Lieblingsrunner, Nightrunner eben zusammenbauen. Finde ich richtig gut, ist ein
Feature, was mittlerweile fast in jedem Spiel mit dabei ist. Und dadurch, dass ich ja schon einige Events abgeschlossen habe, die Weihnachts-Events und Halloween und so weiter, habe ich hier auch ein paar coole Masken freigeschaltet. Also ist einfach richtig cool, dass sie das jetzt hinzugefügt haben. Und dann kann man das hier einstellen. Das ist auch mit jedem Teil, was ihr hier seht, rechts möglich. Und hier seht ihr dann auch die anderen Belohnungen, ne, die man bekommt, wenn man an den anderen Kapiteln teilnimmt. Und das kann man dann auch sehen, wenn man auf die Seite geht, die dann hinten bei Kopfgeldern ist. Dort kann man dann schauen, eben wie weit man ist. Es gibt ja auch die Legendenränge, die sind ja jetzt mit einem Update vorher schon rausgekommen. Und hier ist es dann so, da hat man die Seite, wo man alles sehen kann. Die Kopfgelder, die aktiv sind, die Pilgrim-Kopfgelder, die man eben auf der Seite finden kann, und die anderen Kopfgelder, die sind aber dann im Spiel zu finden. Ich habe erst gedacht, dass Spike im Spiel dann zu finden ist, wie es eben vorher der Fall war mit den anderen Kopfgeldern, die man hier sieht, aber Spike ist einfach, wie gesagt, auf der Seite mit drauf. Dort kann man die Kopfgelder annehmen, wenn man sich dort anmeldet, und kriegt dann da auch Belohnungen, wenn man auflevelt. Finde ich richtig cool, weil die Seite ist echt nice. Dort kann man sich immer wieder Goodies abholen, wie zum Beispiel neue Outfits und neue Sachen, die eben auf der Seite verfügbar gemacht werden. Und man kann die Kopfgelder, die man auf der Seite aktiviert, dann hier im Spiel verfolgen. Und ihr seht es oben, man kriegt dafür dann auch solche Kisten. Und je mehr Kopfgelder man macht, umso mehr Kisten kann man dann freischalten, und je höher man dann dort im Rang aufsteigt, werden die Kisten dann auch wertvoller mit besseren Waffen und Outfits. Also wieder eine coole Sache, um im Spiel voranzukommen, vor allem wenn man schon durch ist, wie ich, dann sind diese Events und die freischaltbaren Sachen, die man hier zur Verfügung hat, richtig cool und eine weitere Sache, um im Spiel weitere Sachen freizuschalten, die für einen interessant sein können. Ist wirklich richtig nice. Und dadurch, dass man auch im Spiel die ganzen Sachen verfolgen kann, muss man sich jetzt nicht unbedingt auf der Seite anmelden. Das ist halt wirklich nur für Hardcore-Fans. Das wird nicht jeder machen. Aber ja, ich finde es eigentlich ganz okay, dass sie das so gemacht haben. Bei den Händlern gibt es immer wieder dann auch neue Waffen, wenn neue Updates rauskommen. Aber die meisten und besten Waffen findet man halt auch in der Open World. Da gehen wir jetzt auch mal rein. Oder, ne, ich wollte eigentlich, ich glaube, ich mache erstmal Tag. Dann seht ihr das noch ein bisschen besser, wenn ich dann mit dem neuen Update, weil es ja jetzt brutaler geworden ist, auch wie das Ganze dann aussieht. Und nachts kriegt man zwar mehr EP und da kommen dann auch stärkere Gegner. Und sie arbeiten jetzt auch an dem nächsten Update schon, das dann im, ja, in ein, zwei Monaten vielleicht rauskommt. Die Nacht- und das Parcours-System wird überarbeitet. Also das nächste Update, das rauskommt, wird dann sich um die Nacht kümmern. Die Nacht soll wieder düsterer werden, soll dunkler werden, soll auch wieder gruseliger werden. Denn in Teil 1 war es ja so, wenn man in die Nacht gegangen ist, da hatte man wirklich Schiss. Also man hat eigentlich keinen Bock gehabt, wenn es Nacht wurde. Man hatte richtig Schiss. Also zumindest war es für mich so. Wenn es Nacht wurde, habe ich mir gedacht, no, ich glaube, ich suche das weiter. Und wenn man dort verfolgt wurde von den, ja, von den richtig krassen Zombies, dann ist man da einfach weggerannt. Und hier ist es so, man bleibt einfach in der Nacht da und kämpft halt weiter. Ist zwar ganz cool, um dann EP zu machen, aber ich finde schon geil, wenn sie die Nacht wieder ein bisschen gruseliger machen, ein bisschen actionreicher, ein bisschen, ja, eben härter und vor allem schwerer, weil es war ja immer so, wenn tagsüber war, hatte man es ein bisschen einfacher, nachts war es richtig schwer, weil man dort schwerer überleben konnte, und das hoffe ich, dass sie das dann wieder reinbringen. Und ja, jetzt sieht ihr schon, ne, man kann hier wirklich viel, viel krasser jetzt die Leute auseinandernehmen, und auch, ja, durch das neue Update werden viele Effekte auch dann das Ganze beeinflussen. Also wenn ihr zum Beispiel die Zombies eben mit ja, Strom elektrifiziert, oder halt, ne, ihr seht jetzt, ihr könnt die auch dann vertikal teilen und seitlich, und also es ist richtig, richtig krass geworden, und finde ich einfach cool, dass sie jetzt, weil eben Dead Island 2 ja wirklich neue Maßstäbe setzt, was das ja, Zerstückeln von Gegnern angeht,
ist es schon cool, dass sie jetzt kurz vor Release dann auch bei Dying Light 2 eben so ein Update rausgebracht haben, wo es dann einfach brutaler wurde. Und finde ich einfach cool, weil, ja, ist einfach nice gemacht, ne? Und macht auch richtig Spaß, dann die Zombies hier dann zu zerteilen. Und das ist auch ein Ort, wo ich immer hingehe, um Sachen zu testen, gleich nach dem Turm. Einfach hier hingehen, sogar die großen, ihr seht's ja, sogar die fetten kann man auch zerteilen, also die haben wirklich alles geupdatet, selbst die Volatiles kann man auch zerteilen, also richtig tolles Update, finde ich super und wird vielen auch gefallen, die Fans sind auch zufrieden, dass sie jetzt sowas gebracht haben, weil es halt einfach toll ist, dass sie solche Systeme nochmal erweitern. Es ist auch so, wenn die Gegner verbrennen, sieht es nochmal anders aus. Also auch das wurde richtig krass geupdatet. Sieht nochmal besser aus, wenn man die jetzt verbrennt. Und wie gesagt, Kiefer, die Waffensounds. Man hört es auch, wenn man jetzt dann die Zombies an verschiedenen Stellen dann zerteilt. Und da wurde alles nochmal neu aufgenommen, wenn man dann die Körper trifft oder die... verschiedenen Organe hört sich's anders an. Also die sind da nochmal richtig reingegangen in den Gamecode und haben noch einige Sachen verändert. Ihr seht's ja hier, ne? Man sieht da wirklich alles. Und finde ich einfach toll, weil das Spiel ist ja jetzt schon eine ganze Zeit draußen und man kann heutzutage eigentlich, ja, ist es eigentlich nicht wirklich üblich, dass dann Entwickler ins Spiel reingehen und nochmal das ganze System verändern oder generell solche Sachen verändern. Aber Techland ist ja ein Entwickler, die ihre Spiele lange supporten. Auch Teil 1 wurde ja fast 8 Jahre supportet. Im 8. Jahr kam dann nochmal ein Event raus, das dann auf Teil 2 vorbereitet hat und so weiter. Also ich kann die Entwickler nur loben, ja, dass die immer wieder auf die Community hören und neue Updates bringen und dann sowas wie hier reinmachen. Ihr seht's ja, ne? Ich kann hier draufhauen und dann gehen immer mehr Sachen Schulter, Arm, Bauch vom Zombie kaputt und ja, sieht einfach super aus. Macht wirklich Spaß, sieht toll aus und ist einfach richtig nice, dass man das jetzt hat. Und nebenher nehme ich dann auch noch am Event teil und mache dort Fortschritt. Das passiert sowieso automatisch. Das macht man nebenher. Also selbst wenn man die Story weiterspielt, man könnte jetzt sich auch direkt aufs Update konzentrieren, dass man dieses Event spielt und dann eben die Kills farmt. Das kann man auch ganz gut machen, neben dem Turm, also neben dem Bazaar, wo man hier ist. Da gibt es eine gute Stelle beim U-Bahn-Eingang. Kann man hinterm U-Bahn-Eingang dann bei der Bushaltestelle ganz gut diese, ja, Kills farmen. Denn wenn man dort nachts hingeht, spawnen die Zombies immer an den Fenstern. Und dann kann man dort eben ganz easy mit Freunden zusammen dann diese Kills farmen und da gehe ich dann meistens auch hin. Man kann es auch hier machen, wo ich jetzt hier gerade bin. Da muss man dann einfach, wenn hier alle besiegt sind, weggehen, dann einmal schlafen, dann wieder Tag machen und dann kann man hier wieder hingehen. Man kann das Ganze auch nachts machen, wenn man das möchte. Das bleibt einem selbst überlassen und ich freue mich auf jeden Fall auch auf das nächste Update, weil dort dann das Parcoursystem und die Nacht überarbeitet wird. Also Dying Light 2 soll ja bis 5 Jahre supported werden oder auch länger, je nachdem, wie lange sie dann für Dying Light 3 entwickeln. Aber ja, sie wollen hier richtig, richtig viel noch Updates bringen. Es soll ja im Winter dann die neue Expansion rauskommen mit einer Kartenerweiterung. Dort wird es auch weitergehen. Kyle Crane von Teil 1 könnte eventuell zurückkommen, weil Techland jetzt gesagt hat, dass es Kanon ist, dass Kyle Crane am Leben ist noch. Und es gibt auch Audioaufnahmen, wo man ihn eben erwähnt. Also könnte man darauf hoffen, dass er eventuell zurückkommt. Ich freue mich drauf. Ich liebe Dying Light 2. Für mich eines der besten Zombie-Games mit Dead Island 2, das ja jetzt auch rausgekommen ist. Beide Games, ja, supporten eine unterschiedliche Art von Zombie-Game. Dying Light 2 ist ja mehr actionreich und halt, ja, mit Parkour, wo man wirklich sich richtig gut durch die Stadt bewegen kann. Und Dead Island 2 ist halt ein taktischer Zombie-Schnetzler, der sogar noch besser aussieht wie Dying Light 2. Und halt das ganze Kampfsystem von Dead Island 2 ist noch ein bisschen wuchtiger. Und klar, das Zombie-Zerstückeln macht da noch mehr Spaß, weil es halt wirklich absolut krank ist, wie detailliert und gut das dort aussieht, weil es wirklich prozentual
generierte Flash-System ist. Das heißt, dort ist das Zerstückeln noch detaillierter. Aber darauf werde ich dann eingehen, wenn ich ein Dead Island 2 Video und Let's Play dann mache, das auch dann bald auf meinem Kanal erscheint. Vielleicht seht ihr es schon, wenn ihr dieses Video hier seht. Das kann sein, dass ihr dann auch schon auf meinem Kanal Sachen zu Dead Island sehen könnt. Ja, zurück zu Dying Light 2. Ja, dieses Update finde ich richtig cool, macht wirklich super viel Spaß. Die Events werden jetzt auch im Laufe der Tage kommen. Also jetzt ist ja schon ein Event gestartet. Es wird weitere dann geben, folgen. Ich werde eventuell dann auch zu einzelnen Events dann ein Video machen. Aber mal schauen, ne, ob ich da dann dazu komme zu der Zeit. Aber ja, da wird es jetzt wieder einige neue geben. Den Greifhaken finde ich auch super, den haben sie jetzt wieder ein bisschen besser gepatcht, der wurde ja ganz schön genervt, weil sie ja halt dachten, ja, da kommen die Leute viel zu gut über die Map und so, aber ich finde es einfach cool, dass sie jetzt den ein bisschen geupdatet haben, dass er wieder ein bisschen, ja, mehr hilft, durch die Stadt zu kommen, und das Parcours-System macht einfach mega Fun. Wenn sie das jetzt noch verbessern in einem neuen Update und die Nacht ja auch, dann wird es sicher richtig, richtig geil, und ich freue mich einfach auf alle weiteren Updates. Alle wichtigen Infos zu dem Update könnt ihr unten in der Videobeschreibung finden. Dort werde ich die Sachen verlinken. Da könnt ihr dann reinschauen und euch das Zeug durchlesen. Wenn ihr Bock habt, den Trailer zum Update werde ich euch noch verlinken. Und ja, dann ist es auch so ziemlich alles, was ich zum Update sagen kann. Ich werde natürlich, sobald dann das neue Parcours-Update da ist, werde ich definitiv auch ein Video dazu machen. Die Nacht wird ja auch verbessert. Dazu werde ich auch ein Video machen. Könnt ihr euch drauf freuen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem neuen Update. Und ja, schaut mal auf die Seite drauf, ne? Da könnt ihr dann diese Pilgrim-Kopfgelder machen. Und ansonsten sehen wir uns dann wie immer im nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Und dann würde ich sagen, viel Spaß, good night, good luck. Bis bald, euer Monster.